Sag mal, Fahrrad, hast du auch gerade gesehen, wie da hinten einer runtergesprungen ist? Ja, ne? Das muss ganz schön wehgetan haben. Ich glaube, den sehen wir nicht mehr da unten. Guck mal, wir gucken hinterher und springen hinterher. Na, okay, das lassen wir besser. Willkommen zurück zu Prince of Persia, The Sands of Time. Oh Gott, war das eine nervige Stimme. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht genau. Wir gehen jetzt jedenfalls mal weiter. Oho, ein Schalter. Was machen wir mit dem? Geh mal weg da. Wir drehen ihn. Oh mein Gott. Das Video hier wird etwas kürzer, möglicherweise. Ich weiß es noch nicht genau. Und ich möchte auch gleich mal ankündigen, es kann gut sein, dass in der folgenden Woche jetzt ein bisschen unregelmäßiger was kommt. Aus dem einfachen Grund, naja, es hat jemand gerade persönliche Probleme. Es gibt gerade etwas persönliche Probleme und deswegen kann es etwas sein, dass ich das hier ein bisschen vernachlässigen muss. Nach dieser Woche sollte es aber eigentlich wie gewohnt weitergehen. Ich versuche es so zu regeln, dass auch hier, dass ihr auch hiervon nichts merkt. Möglicherweise schaffe ich es auch wirklich jeden Tag eins rauszuhauen. Von 4 und von Prince of Persia, muss ich sehen. Wenn nicht, naja, wisst ihr jetzt Bescheid. Oh, es hat mal geklappt. Und außerdem, tja. Bald sollte ja auch Skyrim weitergehen, ne? Wie ich es mir recht überlege. Skyrim. Was? Hui. Okay, ich wollte gerade schon fragen, wie hoch denn noch. Und da rechts hat man gerade schon wieder einen Spalt gesehen, durch die bestimmt wieder sich eine junge Frau quetschen soll. Okay, ich glaube, die Sachen können wir erstmal wieder wegstecken. Hoffe ich. Wie gesagt, das Kämpfen kommt mir hier in dem Spiel immer noch zu häufig vor. Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? Warum? Es ist eine Treppe. Entschuldigung? Falsch? Da komme ich wohl eher nicht hin. Darum vielleicht? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach so. I see. Bitte einmal wenden, genau, und hoch und rüber und drunter durch und ach, keine Ahnung was. Noch alles. Ah, wir sind da. Sogar mit Gewinde. Sie hält an. Noch einmal. Kann ich mich einfach nochmal in den gleichen hängen? Nee. Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem. Hä? Okay, wir müssen also abwechselnd ziehen. Zieht jetzt an eurem Hebel. Ja, das bringt dir aber nichts. Oder kann sie da jetzt plötzlich doch ausnahmsweise mal klettern? Boah. Die kann ja manchmal ganz nützlich sein. Diese Worte werde ich noch bereuen. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Wozu? Ich gehe jetzt hier raus. Hatte ich zumindest eigentlich so geplant. Ah, sehr schön. Danke. Und rüber. Und jetzt? Ach so. Geronimo. Geronimo. Ja, das ist sowieso schon ab. Und ja, wir verändern auch ein bisschen unser Aussehen, indem wir immer mehr Kleidung verlieren. Yay, wir spielen Strip-Kämpfen. Okay, das war nicht ganz so geschickt. Ich dachte, an der Wand kann ich nicht langlaufen, weil die so kaputt aussieht. Aber vielleicht probieren wir es einfach mal so. Nö, da will ich nicht rein. Okay, hier will ich aber auch nicht runter, also gehe ich vielleicht doch lieber rein. Ja. Da seid ihr ja. Ich bin ja auch ein bisschen blöd heute. Ich habe jetzt erst erwähnt, dass das immer so schön markiert ist, wo man hinspringen muss. Eben damit einem solche Kamera-Irrtümer nicht passieren, ich achte einfach nicht drauf. So mit dem Sprung noch gedacht, oh Scheiße. Zum Glück gar nicht nervig. Die ist praktisch sofort hier.
indem sie einfach da stehen geblieben ist und wir, der wir hier den ganzen Scheißweg haben, der muss natürlich hier ewig rumgurken. Hier haben wir immer den schwereren Weg. Einmal an die andere Seite nehme ich an. Ja. Ach, jetzt sind wir da und sie nicht. Das ist blöd, wir brauchen sie. Verdammt. Ja. Ja. Prinz, springen. Ich komme. Hier die mysteriöse Leiter. Rein theoretisch könnten wir jetzt nochmal dahin gehen, wo sie gerade herkommt. Da waren wir ja noch nicht. Vielleicht ist da ja noch was. Ja. Ja, lass mich hier ruhig hängen. Blödes Fahrrad. Hätte mir lieber einen anderen Drahtesel zulegen sollen. Hui! Ist hier noch irgendwas? Nö. Dieser unauffällige Spalter rechts. Links. Die Kamera ist teilweise auch verwirrend. Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt. Ich bin immer noch nicht. Kannte dieses Loch. Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch kennt. Oho. Wen wird's kenne ich schon? Och nö. Könnt ihr uns irgendetwas angreifen? Ich habe keine Ahnung, was. Bestimmt fallen die Säulen gleich um. Boah, das ist bestimmt auch gut auskommen. Wir laufen da jetzt so lang. Lauft weiter! Super Idee. Wieso metzeln wir die nicht um? Ja klar, sie läuft einfach durch und die Vögel machen nichts. Aber wenn wir durchgehen, ne? Pass mal auf, was dann passiert. Oh, hoppla, ich bin genau in den reingelaufen. Ich dachte, der wäre ein bisschen weiter weg. Können die mal aufhören, mich gleichzeitig abzuknallen? Okay, ich gehe wieder rein, sonst sehe ich nichts. Na komm doch. Böses Federvieh. Hey. Na komm. Der ist zu blöd, an der Säule vorbeizufliegen, kann das sein? Das glaubt mir doch keiner. Boah. Was für ein Sturzflug. Na komm ran hier, Olla Opa-Vogel. Und epische Schwerter-Wegstecksequenz. Die ist einfach so episch. Ich nehme das Spiel irgendwie gerade ein bisschen gerne auf die Schippe. Passt auf! Boah. Oh nein, wir können nicht mehr dahin, wo wir eh nicht hin müssen. Das ist aber echt schlimm. Nein. Der Schalter ist kaputt. Sehr witzig. Jetzt mach die Tür auf. Aua. War es bei euch auch gerade so laut? Na gut, macht es euch bequem. Ich suche einen anderen Weg. Bitte beeilt euch. Yay. Da sagt man einmal, sie ist nützlich und schon ist sie beim nächsten Mal wieder unnützlich. Okay, wir sind irgendwie unten rum. Da, wo es gerade abgebrochen ist. Ja. Eine zerbrochene Brücke. Boah. Fast so spannend wie der zerbrochene Krug, der Titel. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Übrigens, wo ich jetzt gerade das Schwert auf seinem Rücken sehe, Rustam, über den sie das letzte Mal gesprochen haben, wo sie meinte, ihr habt die Kraft von nur Rustam, das ist ein persischer Held. Ich habe das mal gegoogelt und entsprechend die Folge beim letzten Mal auch benannt. Der ist so ähnlich, sagen wir mal, wie der griechische Herakles oder auch Herkules. Hat eben auch 7 Prüfungen und irgendwie eine gigantische Kraft und so weiter. Naja. Also auch recht interessant, mal sowas nachzugucken. Oh. Ich dachte, er hält sich da in dem fest. Ach so. Ja, das sieht man ja auch so gut, wenn man das von hinten sieht. Ach, verdammt, falsch rum. Aber irgendwas wollte ich doch gerade sagen, als wir gespeichert haben, oder? Ach, wird schon nicht so wichtig sein.
wo wir hier einfach lang klettern überall. Wahnsinn. Und ja, das Abstoßen kann man natürlich auch benutzen, um langsam nach unten zu kommen. Wenn wir uns nämlich einfach fallen lassen würden, wären wir tot. Mal wieder. Zur Abwechslung. Immerhin waren wir noch nie endgültig tot. Oh. Wo müssen wir denn hin? Oh, oh. Huiuiuiui. Das war zum Glück nicht knapp oder so. Das sah nur so aus. Ich bin hier oben! Na, ist ja schön für dich. Kannst du auch irgendwas machen? Dort unten ist ein großer Balkon. Kommt, ich zeige ihn euch. Yay. Leichter gesagt als getan. Ja, echt. Kann ich nicht einfach die Klappe halten und einfach nur dann helfen, wenn es sein muss. Und ansonsten wegbleiben. Ich glaube, wir können nach hinten. So. Hier bin ich. Boah, hier würde ich ja gerne reingehen. Ich komme zu euch runter. Das sieht voll aus wie so ein alter Tempel. Ich glaube, dafür reicht auch die Kraft von Rustam nicht ganz aus. Müssen wir hier wieder dran und dann darüber oder wie? Der Sprung sieht mir so verdammt weit aus. Wir kommen nur irgendwie nicht wirklich zu ihr hin, ne? Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar, der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut, ich treffe euch dort. Das war ironisch gemeint. Wir machen erstmal einen richtig geilen Move. Ich hoffe, der klappt. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Yay, es hat geklappt. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Psst, nicht weiter sagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält, oder sie wickeln dich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Ach ja. Böser Tisch. Ja, also alle Lektionen hier vom Prinzen gut merken, Leute. Das funktioniert ganz bestimmt. Ja. Aber ich frage mich sowieso, was wollen wir denn schon wieder in den Bädern? Da waren wir doch schon. Ey, Vogel. Komm her. Ey, du, Vogel. Ist der blind? Wahrscheinlich nervt er uns erst irgendwann, wo wir ihn nicht abwehren können. Beispiel hier oder da vorne. Obwohl, da vorne ging es ja noch. Ich konnte mich nicht wehren. Er ist ja einfach reingegangen. Ja, da sieht man es eben. Da nerven uns die Vögel dann. Okay. Skarabäen gibt es da auch. Da müssen wir an der Tür langlaufen. Und da war das Fahrrad wieder. Ich treffe euch in den Bädern. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Und ich glaube, das machen wir alles in der nächsten Folge. Das war ein schöner Cliffhanger gerade. Was denn beim nächsten Mal alles passieren wird. Nämlich Rätsel, Spaß ohne Ende. Dort unten. Dort unten. Hey Vogel. Du sagst es. Na gut, bis morgen. Tschüss.